Wenn man 18 wird, ist man immer gegen die Ehe. Aber als du 3 Jahre alt warst, warst du für die Ehe deiner Eltern. Es ist also an dir zu überlegen, ob du ein Leben führen willst, in dem du emotional immer auf der Suche nach jemandem bist, oder ob du es auf eine bestimmte Art und Weise regelst, damit du deine Intelligenz und Zeit nutzen kannst, um etwas anderes zu schaffen. Also ich hatte diesen Glauben, oder vielleicht wurde ich sogar dazu gebracht, dieses ganze Konzept von ein Leben, ein Partner zu glauben. Aber jetzt, wenn ich das sehe oder betrachte, scheinen die ganzen monogamen Beziehungen nicht mehr zu existieren. Die ganze Bedeutung davon ist weg. Was denkst du darüber? Oh, es ist nicht weg. Vielleicht in der JNU ist es weg. Im Rest der Welt ist es nicht wirklich weg. Selbst wenn du in die Vereinigten Staaten gehst, wo es so viel Promiskuität zu geben scheint, selbst dort glauben die Leute, wenn sie heiraten, dass es fürs Leben ist. Aber 2 Jahre später ist das Leben natürlich vorbei. Das ist eine andere Sache. Aber wenn sie heiraten, glauben sie, dass es fürs Leben ist. Deshalb investieren sie in die Diamanten. Sie denken, es ist eine Investition fürs Leben. Sie ziehen das an. Aber leider gehen bei allen möglichen Dingen Beziehungen schief. Und ein Grund, warum sie so oft schief gehen, ist, dass die Menschen sich erst viel später in ihrem Leben treffen. Schau, als sich Menschen viel jünger trafen, als ihre Persönlichkeiten noch nicht konkretisiert waren, trafen sie sich frühzeitig, 17, 18, dann wurden 2 Menschen wie eine Person, sehr leicht. Jetzt treffen sie sich um die 30. Jetzt haben sich beide verfestigt, 2 Betonblöcke. Aber ich sehe, junge Leute, wenn sie heiraten, halten sie durch. Wenn Menschen über 50 Jahre heiraten, halten sie durch, weil sie wieder weicher geworden sind, sich erneut verfestigen. Zwischen 30 und 50 ist es ein bisschen wie ein Betonklotz. Weißt du? Starke Persönlichkeiten. Jetzt kommt es zu Reibungen. Nun, wenn sie weise sind, werden sie etwas darüber hinausfinden. Nun, Monogamie und Polygamie oder welche Art von Gamie auch immer, wenn du mal siehst, das Wichtigste, was wir verstehen müssen, ist, dass wir alle hier sind, du und ich sind hier. Das bedeutet, dass ein Mann und eine Frau vor einiger Zeit zusammenkamen. Vielleicht denkst du, sie sind Eltern, weißt du, sie lieben nichts, sie haben keinen Sex, sie machen nichts, sie sind... Nur weil ein Priester ein Mantra ausgesprochen hat, wurdest du wahrscheinlich geboren. Nein, so ist es nicht. Jemand hatte ein körperliches Bedürfnis, also haben sie es durch Ehe geregelt und wir sind hier. Wenn man 18 wird, ist man immer gegen die Ehe. Aber als du 3 Jahre alt warst, warst du für die Ehe deiner Eltern. Als du 3 Jahre alt warst, warst du da nicht froh, dass deine Eltern eine stabile Ehe führten? Hallo? Wenn du 18 bist, denkst du an freien Sex und keine Ehe und so weiter. Aber wiederum, wenn du 50, 55 wirst, dann wirst du nach einer Beziehung suchen, die von Dauer ist. Es ist also an dir zu überlegen, denn es ist dein Leben. Ob du ein Leben leben willst, in dem du emotional immer nach jemandem Ausschau halten willst, oder ob du es auf eine bestimmte Art und Weise regelst, damit du deine Intelligenz und deine Zeit nutzen kannst, um etwas anderes zu schaffen. Deine Forschung, deine Arbeit oder was auch immer du tust, wenn Emotionen und Körper ausgeglichen sind, wird deine Fähigkeit, deine Intelligenz zu nutzen, tatsächlich viel besser sein. Sonst muss man jeden Tag umherlaufen, um jemanden zu finden. Nein, ich mache das nicht, weil ich mich in den USA so schlecht fühle. Leute, die ich kenne, weißt du, Tausende von Leuten haben inzwischen mit mir zu tun. Leute über 40, 45 Jahre alt, Frauen. Ich sage, wunderbare Menschen, aber sie sind alle auf diesem, heutzutage sind sie alle online gegangen, ansonsten sitzen sie in einer Bar und warten. Jemand muss sie heute aufsammeln. Es ist schrecklich. Die Tinder-Generation. Wie bitte? Die Tinder-Generation. Wie auch immer du es nennen willst. Wenn eine Frau mit 45 in einer richtigen Atmosphäre hätte geliebt und respektiert werden sollen, jetzt sitzt sie da und sucht nach einem fremden Kerl, der zu ihr herkommt, und sie wird in den nächsten 10 Minuten die Entscheidung treffen, wenn er ihr einen Drink oder ein Abendessen oder sowas spendiert. Das ist tragisch.
Das bedeutet nicht, dass jeder diesen Weg gehen wird. Aber man muss an das umfassendere Wohlbefinden denken. Bevor man eine soziale Struktur aufbricht, muss man sich überlegen, ob wir diese durch eine bessere Struktur ersetzen können. An jedem Punkt in unserem Leben lasst das jeden verstehen, ob es sich um eine soziale oder politische Struktur oder ein psychologisches Gefüge in der Gesellschaft handelt. Was auch immer. Bevor wir es aufbrechen, müssen wir durchdenken, ob wir ein besseres alternatives System haben. Ohne ein alternatives System, wenn man das bestehende verdammte Ding, das einigermaßen gut funktioniert, kaputt macht, dann wird es irre.